Ja, okay, jetzt haben wir da versucht, dazu stehen. Ich gehe mal, interessiert mich einfach. Ich will mal gucken, ob ich oben die Birne nochmal rausschrauben kann. Ja, irgendwas muss es ja bedeuten. Ich meine, wir kommen auch aus diesem kleinen Raum da ja irgendwie nicht raus. Ne? Also ist es unwahrscheinlich, dass wir dann einfach irgendwie auf die Suche gehen können. Trotzdem will ich versuchen, die Lampe hier mitzunehmen. Ja, okay, da kommt sie nicht ran. Ich komme. Ja. Ja, komm, dann fahr das Ding mal wieder ein. Alles ein bisschen suspekt hier. Das muss das Magazin sein. Irgendwo dort drin sind die Videos, die ich suche. Wie komme ich da rein? Du darfst da nicht rein. Das darf nur Quickie. Ja, wie konnte er überleben? So ein großes Bett. Das muss er in einem Palast gefunden haben. Hier schläfst du? Hm. Ist das nicht ein bisschen groß? Ach, was sag ich. Das ist bestimmt sehr gemütlich. Tabellen voller Namen und Zahlen, die sich gegenüberstehen. Guten Tag, Jean Reto. Ja. So, das will er nicht rausrücken. Das hier war gerade auch kaputt. Nur das Ding hier mit der Kamera funktioniert. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Ja, das dumme Ding fährt auch hin und her. Das ist doch die Kamera. Ach, jetzt habe ich das mal geschnallt. Das ist die Kamera von hinten. Ernsthaft, jetzt soll ich hier am Gucken. Bin ich am Fragen. Ist das da... Ich sehe hier einen Fleck. Da haben wir noch mehr. Wir hatten doch gerade... Okay, ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Das Ding untersuchen. Also hier kommt nichts, ja? Und dann erzählt sie was von Selbstauslösern. Schon klar. Ja, okay, jetzt... Ich kann mir jetzt aber auch irgendwie denken... Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ja. Foto schwarz. Guten Tag, Jean Rathold. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Das hier funktioniert, ne? Also ich meine, es deutet ja alles darauf hin, aber das sind, hier sind echt viele Rätsel, wo ich jetzt aus dumm drücken und aus Glück irgendwie weitergekommen bin. Das ist unheimlich. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, sie merkte sich das.
3, 2, 7, 8. Versuchen wir es einfach mal. Ich wüsste nicht, was man sonst machen soll. Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht Ihr Name? Loggen Sie sich unter Ihrer Richtung. Ja. Ja, erstmal sind wir fertig. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ja, so ein Gerät sollte eigentlich merken, aber das Ding immer noch in der Tasche haben, ne? Guten Tag, Sean Rathold. Ich will das Artefakt mit der Nummer 34768979987. Das Behältnis mit der ID 34768979987 ist leer. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Mhm. Tatsächlich, ich passe hinein. Ja, na gut. Dann ahne ich zumindest, worauf das hinausläuft. Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht Ihr Name? Loggen Sie... Ja, ist gut. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Super. Guten... Ich will das... Das Behältnis, möchten Sie... Ja. Ja, super, ich kann einsteigen. Sie steigt allerdings sofort wieder aus. Tatsächlich, ich passe hinein. Diese Box ist viel größer als die anderen. Da würde ich ja sogar reinpassen. Das sind also die dezenten Hinweise. Nur wie kriege ich denn jetzt dazu, dass ich die Zeit habe, einzusteigen? Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht Ihr Name? Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakt wieder zurück, bevor Sie eine weitere Bestellung aufgeben. Ja, ist jetzt eine verdammt gute Frage, ne? Wie gesagt, wie komme ich in dieses Ding rein? Ja, okay, warte mal. Ich brauche nichts, danke. Gehen Sie sorgfältig mit dem Artefakt um. Nein, die Kiste war leer. Hey, kannst du mal auf den Knopf drücken? Kannst du Quickie bitte sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Das fänden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Ich brauche diese Kassetten wirklich dringend. Ich darf keine Ausnahmen machen. Geht nicht, nein. Ja, komm, ich knüpfe mal kurz die Bluse auf. Ich störe dich danach auch nie wieder. Meine Freunde sagen, ich darf keine Menschen in der Box wegschicken. Ich darf keine Ausnahmen machen. Geht nicht, nein. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Das würdest du tun? Wir haben oft Hunger. Klar, versprochen ist versprochen. Okay, sag Bescheid. In 10 Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay. Danke. Du bist mir eine große Hilfe. Ach, jetzt passiert nichts, ja. Jetzt könnte ich auch selber. Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Quickie, schick sie weg. Hey, was für Rätsel. Ich meine, ich finde es gut gemacht, aber das ist jetzt wirklich nicht so eindeutig, wie ich es gehofft hätte. Okay, viel Krams. Das ist die Box mit den Videokassetten. Sie klemmt. Ernsthaft? Box. Kaputte Box. Kisten. Wegen dieser Box konnten die Videokassetten nicht hochgefahren werden. Wie ist das?
2 Punkte. Box. Wegen dieser... Sie klemmt. Ja, hier, Mädchen, du hast doch... Ne? Ach, wir sind so kreativ, ein Video. Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Klingt irgendwie gut. Okay, wir haben die Kassetten. Ja, wegen dieser Box konnten die Videokassetten... Nichts, also würde ich mal sagen, einsteigen und warten. Wobei, ich muss doch jetzt... Was passiert? Ich warte doch jetzt nicht 10 Minuten, dass hier... Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ja. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Quark Indes. Echos von den anderen. Svensson. Und Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, N. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes, etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Hysterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit, was erwartest du? Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Svensson? Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Hier, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Ich habe das Tape. Ich habe sogar zwei Tapes. Wieso sagt ihr das denn? Eines von der Katastrophe... Und was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her! Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort. Ich bin sofort da. Over and out. Ich meine, immerhin hilft er uns jetzt, ne? Aber ich hätte mir doch gar nicht erst erwähnt, dass wir zwei Kassetten haben. Der entscheidet sich doch sowieso für die, die wir nicht wollen. Naja. Also weinst du. Nette gut, Box. Ne? Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das zweite. So. Und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson-Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff! Die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Nein. Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Okay. Du hast ihn. Hier, das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Wir wissen nichts über die Zeit, in der wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders. Außer, wenn es mir nicht gelingt, die Menschen müssen... Ja,
okay. Ein paar interessante Antworten eigentlich bei, ne? Ich versuche mal mit Logik irgendwo zu kommen, ne? Also das, wenn es mir nicht gelingt, zu überzeugen, kriegst du ja immer noch. Wenn es uns nicht gelingt, das Kraftwerk direkt vor Ort zu retten, dann ist die Mission gescheitert. Wir erhöhen unsere Chancen, wenn wir im Vorfeld alles versuchen, das Unglück auf anderem Wege aufzuhalten. Macht Sinn. Was noch? Ja, wieder war doch schon verdammt guter Grund. Ja, komm, machen wir mal den hier. Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Das wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Also gut, ich lass dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ja. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Da Sie jetzt hier sind, nehme ich an, Sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe Ihre sabotiert. Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen! Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Ich will auch nicht zurückbleiben. Von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Ach, da sehe ich doch schon. Eingekonter Handgriff. Hier, warte mal. Hey, lass die Kassette bitte liegen. Aber... Befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Ja, wieso kriege ich mein Inventar nicht auf? Okay, was habe ich denn hier überhaupt zu tun? Laser. Die Zeitkapsel scheint so gut wie startklar zu sein. Lass dir was einfallen, Faye. Ja, ich hätte jetzt die Kassetten einfach ausgetauscht. Hey, aber... Laser, ist dir eigentlich klar, was du da tust? Delvin. Ist dir eigentlich klar, was du da tust? Delvin. Die lassen die ganze Ausrüstung einfach hier. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Delvin. Wir müssen zu dieser Konferenz. Ihr macht einen Fehler. Faye, ich muss nachdenken. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Salvador und Delvin könnten jeden Moment ohne mich abreisen. Ja, aber ich komme nicht an mein Inventar. Ich weiß nicht mehr besonders viel, was ich hier tun kann. Die Kapsel scheint so gut wie startklar zu sein. Lass dir was einfallen, Faye. Laser, Zeitkapsel. Kein Inventar. Delvin, ihr macht ein... Ist dir eigentlich... Delvin! Das ist ein bisschen dämlich wieder. Die Zeitkapsel scheint so gut wie... Lass dir was... Hey, lass die Kassette bitte liegen. Aber... Befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Ich bin gerade am Überlegen, ob das vielleicht ein Bug ist oder so. Oder hier einfach, ich muss doch auch mein Inventar aufmachen können.
Musik kann man also auch abschalten. Ich gehe mal kurz die ganzen Tastaturkürzel hier irgendwie durch. Mach dabei wahrscheinlich alles kaputt. Untertitel mit Sprachausgabe, ja. So ist der Plan. Ah, schön. Ich habe scheinbar den Spielsound deaktiviert. Ein bisschen doof, ne? Nur Sprachausgabe. Nur Untertitel. Ist dir eigentlich klar, was du da tust? Delvin! Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal hier mit Escape ins Menü. Ich finde das gerade ein bisschen merkwürdig, dass ich mit Rechtsklick nicht mein... Nein. Ach so, jetzt geht's auf einmal. Tatsächlich ein Bug, Leute. Ein Bug. Ja, warte mal hier. Mein erster Impuls. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Hey, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin, Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt, am 20. Und das Jahr, das Jahr! Mein Gott, was hatte Salvador gesagt? Ich hoffe, das war richtig. Die Story nimmt langsam Fahrt auf, würde ich sagen. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass sie gottverdammt nochmal verschwinden! Drücken ist nicht, Alter.